Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir zum Thema Wish-Versand aus China. Ihr habt euch gewünscht, ich sollte doch mal ein Handy bestellen für 1 Euro. Und in den Kommentaren stand drin, es gibt Handys für 1 Euro, ich habe auch schon Handys bestellt, du musst bloß in die Beschreibung gucken und da muss drin stehen, dass das Telefon auf jeden Fall dabei ist. Habe ich gemacht, ich habe dieses Handy hier bestellt. Ja, ich hoffe, es wird hier eingeblendet. So, und mit dieser Beschreibung, ich hoffe, die wird auch hier irgendwo eingeblendet, ne, dann könnt ihr sehen, alles korrekt, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe 3 Wochen gewartet, knapp, also 2,5 so. Und angekommen ist das hier. Dieses kleine Paket hier ist angekommen. Ich habe nichts anderes bestellt bei Wish. Also das ist das, was das Handy sein soll. Man merkt schon, es ist natürlich nicht das, was sein soll. So, wollen wir sehen, was ist es? Es ist natürlich kein Handy. Und ich habe wirklich darauf geachtet. Ich habe eure Tipps befolgt. Ich habe ja versucht, wie ihr mir das vorgeschlagen habt. Ich habe in die Infobeschreibung geguckt, alles richtig gemacht. Und was habe ich bekommen? Ein paar, naja, sind die gut? Ich glaube nicht, dass die gut sind. Aber es ist eine kleine Freisprecheinrichtung dabei für 2 Euro. Natürlich werde ich das nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde natürlich bei Wish Bescheid sagen. Ich werde natürlich meinen Käuferschutz in Anspruch nehmen. Aber hier könnt ihr es nochmal sehen. Das bekommt man, wenn ihr bei Wish ein Handy bestellt. Oder ihr bekommt ein Ladekabel. Der liebe Björn von Björns Nerdvlog, der hat ja auch mal ein Handy bestellt. Für 1 Euro oder für 5 Euro, glaube ich sogar. Und er hat ein Ladekabel bekommen. Ich glaube, damit sollte bewiesen sein. Selbst wenn ihr in die Beschreibung guckt und wenn da drin steht, da ist ein Handy dabei, ein Netzteil dabei, ein Displayschutz und Netzkabel und ein Kopfhörer und was weiß ich nicht alles. Es wird leider kein Handy für euch ankommen. Ihr müsst schon tief an die Tasche greifen. Und da nochmal mein kleiner Tipp. Alles, was unter 25 Euro ist, sollte durch den Zoll durchkommen. Da sind die relativ kulant. Alles, was über 25 Euro ist, da müsst ihr dann 19% auf den Kaufpreis, ne, müsst ihr Mehrwertsteuer, also Einfuhrsteuer bezahlen. Und das auf den kompletten Preis. Also wenn ihr jetzt für 40 Euro ein Handy kauft oder für 80 Euro ein Handy kauft, und da kommen nochmal 10 Euro Versand bei, dann müsst ihr ungefähr, dann rechnet lieber mit den 90 Euro als mit den 80 Euro und dann nochmal die 19% drauf. Und dann seid ihr auf jeden Fall sicher und dann müsst ihr wahrscheinlich noch zum Zoll gehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr mehr Wish-Videos sehen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ich sage bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, gern geschehen. Schaut auch gerne mal beim Nerd vorbei und bei Björn, die machen auch coole Videos. Und wenn ihr mehr Wish-Videos sehen wollt, dann gebt einen Daumen rauf, einen Daumen runter, wie ihr mögt. Und lasst einen Kommentar da. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, gern geschehen. Wuff.